ist leichter als das. Mal ein bisschen ausweichen, mal ein bisschen hier fahren, mal ein bisschen links fahren. Wie gesagt, einmal frei sein, einmal dabei sein. Wir sind hier beim Batman-Zirkus. Hallo, liebe Freunde. Einmal frei sein, einmal dabei sein. Wir sind hier bei Batman Arkham Knight. Ja. Jetzt ist die Frage, soll ich es wirklich machen? Nach den ganzen Problemen, die im Endeffekt ja in der letzten Zeit über das Spiel gesagt wurden, gerade was so die Grafiksachen anging und so weiter, dass es nicht flüssig läuft und hast du nicht gesehen. Wer weiß, was noch für ein Rotz. Habe ich Ewigkeiten das jetzt hinausgezögert, aber ich... diese Let's Plays, die halt laufen, will ich mir nicht angucken. Ich will es halt selber spielen, ich will es selber aufnehmen. Und ich dachte, ich probiere es jetzt einfach mal. Vielleicht läuft das Projekt ja ganz gut an. Vielleicht merke ich jetzt schon bei dieser Folge, dass es im Endeffekt nicht geht. Aber probieren geht über Studieren. Nicht umsonst habe ich mir das Ding gekauft, nicht wahr? Also würde ich sagen, starten wir einfach mal los und hoffen, dass das alles soweit klappt. Die Grafikeinstellung habe ich relativ hoch gelassen. Ja. Hoffen wir können genießen und ohne Stottern spielen. So, dann lasse ich mal die Story beginnen. Oh yeah. The My Skin. Frank Sinatra, liebe Leute. Gut. Er sieht erfreut aus. Muss ich jetzt irgendwas machen? Bin ich jetzt doof? Doch. Ich kann steuern. Ich Ach so. Taste drücken und jetzt lasse ich ihn verbrennen. Jo. Ich würde sagen, das war's mit dem Joker. So. Hat es sich abgespielt. So. Ist Batman gestorben? Was? Der hat sich versprochen. Vor 9 Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich habe den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Kriminalität ließ sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand. Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. Oh. Kein Problem. Ich bin Cop. Oh, danke sehr. Und? Was darf sein? Das Übliche? Sicher. Okay, Hähnchensalat ohne Dressing. Nein, ich nehme doch Waffeln. Mit Speck. Erzählen Sie es nicht meiner Frau.
Wie Sie meinen, Officer. Oh, und falls Sie mehr Kaffee wollen, rufen Sie einfach. Wayne Enterprises plus 300 Millionen to Arkham City Development. Okay. Tut mir leid, Sie beim Essen zu stören, Officer Owens. Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier, ich kläre das. Oh, da will man einmal Mittagspause machen, ne? Mittagspause. Ich habe mich da, glaube ich, ein bisschen in der Uhrzeit verschätzt. Hallo, Püppchen. Wollen Sie sich den mal ansehen? Er sitzt da hinten. Was denn da hinten? Den hier? Der ist... Wen meinen die denn? Okay, auch nicht. Okay. Sieht doch lecker aus. Mit ein paar Kerzen. Und du rauchst hier, oder was, mein Freund? Du scheinst Geburtstag zu haben. Ah, der... Den seinen Rucksack raucht. Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Fuck. Alter. Ach, du heilige Scheiße. Oh, interaktiv, ich konnte hier steuern. Ich kann nichts machen. Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Warnung. Evakuieren Gotham. Bis jetzt laufen auch die Frameraten ganz gut. Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Heute nicht so viele. Ups. Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste. Abschaum. Kriminelle. Und Schlimmeres. Zu wenig gute Menschen, um sie zu stoppen. Scheiße, sind das Zustände. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll. Batman. So, sind wir schon da?
So, da soll ich hin. Okay, wir schauen uns mal ganz kurz um. Mal sehen, ob alles noch so ist wie bei Arkham Origins. So ein bisschen von der Steuerung her. Und los geht's. Okay, unten rechts sind die Tipps. Gleiten halten, herabstürzen beim Gleiten halten, Steuern. Ich werde mich auf keinen Fall Scarecrow anschließen. Ich arbeite gerne für Two-Face. Zumindest die Hälfte der Zeit. So, werden wir gleich nochmal hier drauf landen. Ich bin ja mal gespannt. Ah, ja. Okay, die Steuerung funktioniert noch ähnlich. Das macht es für mich auf jeden Fall schon mal einfacher, hier reinzukommen. Liebe Leute, bis jetzt muss ich euch sagen, die Frames halten sich stabil. Ich bin jetzt vorsichtshalber auf 30 Frames gegangen. 30 Frames Aufnahmen. Ich habe zwischendurch auch mal 60 Frames stabil. Aber jetzt halten sich die 30 eher. Also bis jetzt klappt es noch. Warten wir mal ab. Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara. Wie immer ein gelungener Auftritt. Wie läuft die Evakuierung? Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen. Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste. Es war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt. Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt. Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran. Ich kümmere mich drum. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim. Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. An alle Einheiten, ein 1033 im Sektor 2. Vermisster Streifenwagen, Einheit 247, vermutlich Officer am Boden. Hey, Batman. Jedes verdammte Mal. Oracle, wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran. Wie geht's meinem Dad? Er hält durch. Irgendwie macht er das immer. Sie ist außerhalb der Stadt. Okay. Na klar. Ich schick dir die Position des Wagens. Sei vorsichtig. Da draußen sieht's nicht gut aus. Charakterbiografie. Wollen wir uns die ansehen? Okay, hier sehen wir auf jeden Fall die Map. Oh Gott. Alles noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da sind wir hin. Wegmarke brauche ich mir jetzt, glaube ich, nicht setzen, oder? Das sehe ich so. Was ist mit all dem Regen? Plötzlich sieht der Pinguin mit seinem Schirm nicht mehr so doof aus. Wird immer noch die kleinen Gags eingearbeitet. Ah, sehr schön. Es funktioniert wirklich alles. Alles noch so, wie vorher auch. Die Grafik, das täuscht jetzt. Sie sieht auf jeden Fall etwas detaillierter aus, etwas schärfer, wenn ich das sagen kann. Ich habe das jetzt nicht mehr genau im Kopf. Aber auf jeden Fall bis jetzt ganz gut gemacht. So, gleich sind wir da. Pinguin und Two-Face arbeiten zusammen. Nein, bitte! Die Stadt gehört euch nicht mehr. So, jetzt sind wir da. Du hättest auch fliehen sollen, Bullenschwein. Du hättest dich nicht wie ein Held aufspielen sollen. Ach, da unten geht's los. Bitte! Brich ihm den Kiefer! Leerteste halten, Greifhaken, Schub wehren, Greifhaken. Okay. Jetzt geht's ums Kämpfen. Okay, das funktioniert auch noch einigermaßen so wie vorher. Bam! Hau ich euch wieder in die Fresse. Und schon habe ich die Kombo wieder versaut. Okay, das ging doch noch einigermaßen.
Lass mich hier bitte nicht zurück! Lass ich nicht, ich komme doch schon. Sie sind sicher. Danke, Batman. Ich dachte, sie wird mich umbringen. Ach du Scheiße. Die Stadt wurde überrannt. Wir haben keine Chance. Bleiben Sie hier. Jemand wird Sie abholen. Was machst du da? Die Chancen ausgleichen. Hm. Wie willst du den Wagen aufhalten? Was jetzt? Oh, fette Scheiße, Leute. Ich muss das Militärfahrzeug verfolgen. Ein Streifenwagen hängt dran. Ich leite die Position weiter. Oh, Ruf deine Männer zurück. Golf Oscar 56. Hier ist Commissioner Gordon. Die Verfolgung wird abgeblasen. Es ist zu gefährlich. Sir, wir sind hier. Wir kriegen diese Bastarde. Die haben mit einer Panzerfaust auf uns geschossen. Wer zur Hölle sind die? 5-6, sofort zurückziehen. Das ist ein Befehl. Überlass das, Batman. 5-6 hat einen direkten Raketentreffer erlittert. Sie sind tot, Sir. Verdammt. Bitte, Batman, du musst sie aufhalten. Keine Sorge, Jim. Er gehört mir. Power rutschen? Linke Steuerungstaste. Boah, nebenher lesen, das mag ich ja, Junge. Los, auf jetzt. Perfekt. Das Fahrzeug wäre erledigt. Ich muss den Fahrer ausquetschen und rausfinden, was er weiß. Und dann sind wieder ein paar Idioten da, die sich prügeln wollen. Fletch. Mein Freund. Eins muss ich allerdings sagen. Das Bat-Kostüm gefällt mir nicht so. Es ist ein bisschen zu hell, oder? Wie findet ihr den Torso? Wo ist denn der Typ? Ach so. Ach, der lacht da unten. Wo ist Scarecrow? Fahr zur Hölle! Wo ist er? Ich hab dir nichts zu sagen, Batman. Rede, oder ich werde dir alle Knochen brechen. Okay, okay. Er arbeitet von einem Penthouse in Chinatown aus. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Wenn du lügst, breche ich dir den anderen. Den anderen was? Oh. Chemische Analyse, mein Freund. Ne? Oracle, sieh dir die gerade hochgeladene Analyse an. Klar. Ist es das, wonach es aussieht? Scarecrows neues Toxin. Eine nicht kontaminierte Probe. Kein Scherz. Ich bereite eine chemische Analyse auf dem Bat-Computer vor. Was wirst du jetzt tun? Scarecrow hat in der Nähe einen Unterschlupf. Ich starte ihm einen Besuch ab. Hoffentlich ist das der Durchbruch, den wir brauchen. So. Scarecrows Versteck untersuchen. Schon mal cool. Kann ich jetzt mit der Karre weiterfahren, oder? Jo. Brumm, brumm. Mit Navi. Ich glaube, ich spinne. Okay, keine Sorge. Das ist der Ort. Ich sollte oben im Penthouse nachsehen. Oh, das war ja schnell. Ich denke, die Karre werde ich hier einfach mal so stehen lassen können. Wie lange behalten wir sie da drin? Bis wir den Befehl kriegen, Gas reinzulassen. Schauen wir mal rein. Bestes. Die Langeweile bringt mich um.
keine Sorge, du bekommst schon, was du verdienst, wenn wir hier fertig sind. Warum warten? Wir könnten dir gleich eine Dosis verpassen. Von mir aus, ich sag Scarecrow dann, dass es deine Idee war. War nur ein Witz. Hat sich nicht so angehört. Mit der Knarre könnte mir erstmal gefährlich werden. Bam! Und hier kriegst du wieder eine. Ich habe gerade ernsthaft vergessen, wie unser Butler heißt. Mit dem haben wir noch gar nicht gequatscht, ne? Wie kann ich den Namen vergessen? Das ist einer. So, hallo. Nun, das macht das Ganze ein wenig interessanter. Wer sind Sie denn? Sir, es ist Batman. Er ist hier. Hast du erwartet, mich zu finden, Batman? Da muss ich dich leider enttäuschen. Sieh dir die Kamera an. Ich will, dass du die Angst zu spüren bekommst. Hör zu, Patrick. Wir gehen jetzt hier raus. Schön langsam. Wenn du was Dummes versuchst, blase ich dir den Schädel weg. Bezaubernd, aber nur einer von uns verlässt diese Zelle. Nein! 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 Es geht nichts über natürliche Immunität. Ja. Sesam, öffne dich. Puh, die letzte Gurkenmaske hat dir nicht so ganz gut getan, Mädel, wa? Was willst du hier? Warum hat Scarecrow dich eingesperrt? Kein Hallo? Sag schon. Und wenn ich keine Lust habe? Dann brennt jede Pflanze in Gotham. Alles begann mit dem Treffen. Welches Treffen? Alle waren da. Pinguin, Two-Face, Riddler, sogar Harley. Scarecrow hatte angeblich einen Plan. Wir würden dich gemeinsam erledigen. Und Gotham würde dann uns gehören. Nur über meine Leiche. Genau das war wohl der Plan. Ich sagte, seine lächerlichen Spiele interessieren mich nicht. Als ich zu mir kam, war ich plötzlich eingesperrt. Wie schade, dass ein widerliches Toxin bei mir nicht wirkt. Die Natur siegt immer. Wird es je lernen? Ja. Gut. Du zählst wahrscheinlich zu den Veganern hier in Gotham? Du kommst mit mir. Hättest nur fragen müssen. Was ist los? Schon wieder eine Karre. Ein paar mehr. Panzer. Mini-Panzer. Wir haben das Ziel, Sir. Er ist oh ja, ich bin... Keine Bewegung. Sollte ich jetzt in die Knie schlottern? Alfred! Gut. Alfred. Gleich? Wo ist denn das fucking Gleichzeichen? Das ist das, wovor ihr alle Angst hattet, Jungs. Ist das geil? Bewegt er sich hinter ihn. Die Batmobil-Fernsteuerung auswählen. Mit was für einem Zeichen? Will er mich jetzt verarschen? Du könntest einfach aufgehen. Warte erstmal ab, Mädel. Ich muss hier die Fernsteuerung aktivieren. Ich glaube, er hat Angst vor uns. Nee, habe ich nicht. Ich probiere gerade die Tasten durch. Es ist ja nicht so, dass dieses du fucking... Sie etwa mit deinem Blick unterwerfen? Ist gleichzeitig... Lol, das ist gar nicht die Ist-Gleichzeige, sondern...
keine Ahnung, welches das ist. Aufstandsbekämpfung aktiviert. Batman, ich habe 6 unbemannte Panzer gesichtet, die sich durch Chinatown bewegen. Geil. Sind jeden Moment da. Boah, fette Scheiße, Leute. Das ist ein Spielzeug. Ich mache ich sowas von platt mit euren kleinen Mini-Tanks hier. Ich werde hier irgendwo beschossen. Und nimm den hier. Das war doch schon fast wieder zu einfach. Gehen. Ein Meister der Untertreibung, wie immer. Oren, ich muss wissen, woher diese Panzer kommen. Mehrere Transporthubschrauber bewegen sich ins Stadtinnere. Mehr sind auf dem Weg. Aktiviere die Waffendiagnose des Batmobils. Wir ziehen Krieg. Jeha! Ist doch schon wieder gleich hier vorne. Was ist Batman? Er hat einen verdammten Panzer! Oh Gott, bring uns hier raus! Training abschließen? Was ist für ein Training? Simulation aktiviert. Waffenenergiesystemdiagnose online. Stufe 1. Ziele zerstören, um die Waffenenergie aufzuladen und das Raketensperrfeuer zu aktivieren. Okay, einfach nur kaputt machen. Finde ich gut. Raketensperrfeuerstufe 1 bereit. Diagnosestufe abgeschlossen. Ach, cool. Stufe 2. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 Ziele gleichzeitig zerstören. Fett. Da gibt es auch noch Special Modi. Desto mehr Ziele ich bekämpft habe, desto geiler und selbstständiger agieren hier meine Raketen. So, Stufe 2 ist fertig. Ich muss die Sekundärwaffe vor dem Feuern auf Stufe 2 aufladen. Ja, ist ja gut. Gut, dass er mir das nochmal gesagt hat. Ansonsten wüsste ich nicht, was passiert wäre. Oh, ich bin gerade wie ein kleines Kind, ne? So aufgeregt. So. Ich muss die Sekundärwaffe vor dem Feuern auf Stufe 2 aufladen. Ist sie doch. Oder nicht? Klar. Diagnosestufe abgeschlossen. Stufe 3. Feindliche Panzer erschöpfen Waffenenergie. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 aktive Ziele zerstören, um die Diagnose abzuschließen. Feindliche Treffer erschöpfen die Waffenenergie. Lade das Raketensperre auf. Stufe 2 auf und zerstöre 4 aktive. Achso. Während ich im Endeffekt jetzt beschossen werde. Nichts leichter als das. Mal ein bisschen ausweichen, mal ein bisschen hier fahren, mal ein bisschen links fahren. Wie gesagt. Einmal frei sein, einmal dabei sein. Wir sind hier beim Batman-Zirkus. Das Karussell der Superlative. Kommt sofort mit. Wo ist denn der? Da. Oh, jetzt krieg ich direkt einen trockenen Hals. So richtig gut treffen tue ich hier nicht, aber was? Immer noch nicht Raketensperrfeuer 2. Sperrfeuerstufe 2 bereit. Diagnose abgeschlossen. Simulation abgeschlossen. Das war doch schon mal gut. Einmal frei. Batman, ein Transport.
Transporter setzt Panzer bei den Panessa-Studios ab. Ich habe das GCPD gewarnt, ihre Männer von den Straßen abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. Bin ich das? An alle Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. Gotham wird angegriffen. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Ja, und damit wären wir dann wohl gemeint. Für den Anfang, liebe Freunde, soll das erstmal reichen, damit ich die Zeit wieder nicht sprenge. An sich, super Start. Ich fand's auf jeden Fall echt nicht schlecht. Dieses Performance läuft super. Und ich muss sagen, das scheint noch ein ordentliches Gemetzel zu werden. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn die zweite Folge kommt. Und natürlich das nächste Gemetzel. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.